Sehnsucht, dann denke ich, was kommt danach? Wenn ich keine Sehnsucht mehr hab, alles geht von dir. Das ist elektronische Popmusik, aber eigentlich gibt es einen wunderbaren Begriff dafür, nämlich elektronischen... Elektro-Glam-Mystic-Pop. Ich meine, so wäre es gewesen. Aus der Musik heraus. Also es gab eine Songwriting-Session von uns beiden in Schweden, eine fantastische Zeit dort oben, und wir haben angefangen, neue Songs zu schreiben für das Nachfolgealbum von Regenrhythmus. Und dann gab es einen speziellen Song, Kaltes Herz, und der hat eben dazu geführt, dass wir dachten, ja, wenn wir in die Richtung gehen wollen und noch ein bisschen freier werden wollen, dann wäre es vielleicht eine tolle Überlegung, gar keine bestimmte Marke vor Augen zu haben, sondern was ganz Neues aufzuziehen. Und das war dann der Startschuss. Ja, ein unbeschriebenes Blatt zu sein, was wir beide natürlich nicht sind, aber einfach eine neue Tür zu öffnen mit anderen Vorzeichen. Und deswegen haben wir auch so Avatars und nennen uns dann Victor und Victoria. Ja, aber ich bin natürlich nicht frei insofern, dass man eine bestimmte Vorstellung hat, wie sich die Musik von Marianne Rosenberg anhört. Und ja, und da wird es auch in ein paar Jahren wieder ein Album geben, ein Rosenberg-Album geben. Aber diesmal ist es jetzt eben anders. Wir wollten keine Vorzeichen und wir wollten nicht in eine Marke produzieren. Und wir haben dabei sehr viel Energie und Spaß entwickelt und sind wie in Urzeiten, früheren Jahren einfach. Ja. Da haben wir einfach Musik gemacht, was uns Spaß macht. Weil es da tolle Musik gab. Weil es tolle Musik gab und wir es auch gerne mögen. Ja, es gab wunderbare Bands, auch sehr inspirierende Bands, die eigentlich an ihrer Relevanz nichts verloren haben bis heute. Und weil es auch eine Art musikalische Sozialisierung von uns beiden wahrscheinlich ist. Also das ist doch ein Kompliment. Es ist ein Kompliment, das sehe ich eindeutig auch. Wir denken uns nicht unbedingt dahin, aber wir sind Fans. Wir sind ja, wir mögen die Band sehr gerne, aber das war jetzt nicht der Hauptgedanke, die Version so zu gestalten. Als Grufti? Ja, ich glaube, das wurde... Waren wir Gruftis jemals eigentlich? Es war so ein Aufhänger, glaube ich, und der war ein bisschen irritierend, weil offensichtlich der Verfasser in der Grufti-Szene nicht wirklich zu Hause ist, denn... wenn er das wäre, dann würde er uns anders einordnen, sagen wir mal so. Wie klein Fritzchen sich ein Grufti vorstellt oder irgend sowas. Naja, wir wollen natürlich gerne in der Wüste Pompeji spielen. Das ist, ja, das die natürlich. Pink Floyd. Und wollen dann nach Möglichkeit auch so eine Anlage aufbauen. Das war doch der Hammer, oder? Das war der Hammer. Weil die sind ja wohl die verrücktesten überhaupt. Dann könnte man noch ein kleines Konzerte Orchester dazu nehmen. Der Wahnsinn. Und, ja. Dann könnte man natürlich noch Streicher dazu nehmen, ja, weil Streicher lieben wir, ja. Und das wäre doch mal was, das oder? Das wäre tatsächlich. Obwohl ich habe vergessen, dass ich eigentlich irgendwie Sonne nicht so gerne mag. Und du ja auch nicht. Wir würden es ja auch nachts machen. Wir sind ja, wir machen genau, nachts. Wir warten auf die Nacht. Genau. Ja. Pompeji, wir machen so Pompeji. Pompeji, ja. In so einer schönen alten, historisch besetzten Umgebung. Und ja, ich glaube, das wird es werden. Doch.